So, dann schauen wir uns an von Satter Hugo, habe ich irgendetwas verpasst? Wieso findest du nur mich oder hast du auch das so gespiegelt? Schlaflich. Das klingt aber auch mega krank da irgendwie. Weißt du, träum was Süßes. Das war so scheiße. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr da seid. Rosenmontag aus Fulda. Liebe Party People, Fulda. Man könnte meinen, ganz schön Fulda. Deutlich gemütlicher als Mainz oder Köln. Wenn man in Köln an Karneval die Kneipe aufräumen muss. Ich sag nein zu Karneval, es macht keinen Spaß. Ich wollte das erste Mal hier. Ich habe noch nie in meinem Leben Karneval gefeiert. Also hier in München heißt es ja auch Fasching. Also wir feiern hier Fasching. Ich weiß nicht, ob es genau das gleiche ist wie ja, ob es Fasching auch in anderen Städten Deutschland gibt oder ob das dann Karneval ist. Aber hier heißt es auf jeden Fall Fasching und es wird eigentlich kaum gefeiert. Hey, wer bist du? Benni, hey, grüß dich, wer bist du? Ey, weiß ich auch nicht. Heute glaube ich Sportmaus oder so. Let's go. Aber die negativen Erfahrungen können ja noch kommen. Heute ruhiger Stream. Ey, wow. Hallo! Jetzt hat jeder einmal Hallo gesagt und zwar immer so auf die eigene Art und Weise. Was geht? Hast du Bock, ein Jibbe zu rauchen? Du wärst der erste Ansprechpartner dafür, jetzt gerade aber noch nicht, weil ich weiter muss. Wisst ihr überhaupt, wer ich bin hier? Skyline TV! Ja, der von Monte! Er von Monte! No, kann ich hi. Satter Hugo wieder bekommen vielleicht? Satter Hugo? Brauchst du ein paar Autos eigentlich dafür oder irgendwas anderes? Wenn die was über coole Autos sagen, kommen wir dann in ein Hugo-Video. Und dann die Jungs schon mal den LKW filmen, damit wir bei Hungriger Hugo reinkommen. Sehr, sehr gut. Und wir kommen zum nächsten Wagen. Meine Geschichte. In den Let's Hugo-Videos. Digga, ich bin nicht Hungriger Hugo! Du bist, glaube ich, auch die Erste, die glitzert, die ich heute sehe. Sehr cool, ich liebe Glitzer, auch hier überall Glitzer. Ich will nicht mal nur so auffällig aufs Dekolleté gucken, aber wenn du es mir erlaubst, dann gucke ich es mir ganz genau an. Ey, ich muss sagen, er ist so lustig. Also, ich kann mir nie seinen Namen merken, verdammt. Anton? Otto? Adolf? Verdammt, wie heißt er nochmal? Wie heißt nochmal der von Skyline TV? Ich habe ihn auch immer nur unter Skyline TV im Kopf oder der von Monte oder der von Knossi. Du hast viel Glitzer. Ja, sehr viel Glitzer, ja. Ich bin minderjährig. Du bist minderjährig? Bist du nicht diejenige, die vorhin gesagt hat, ja, du kannst ruhig raufgucken bei dem Glitzer-Dekolleté? Oh, warte. Ich hätte es dir direkt ansehen müssen. Aber ich habe auch schon öfters Spezies getroffen, bei denen das Etikett abgegangen ist und die trotzdem genauso gut geschmeckt hat. Oh, so meine ich es nicht. Und das immer wieder bei Minderjährigen. Ich bin 18. Juhu! Ich wünschte, ihr könnt mir gar nichts. Das ist der fucking Dings vom. Aber warte, was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte ja eigentlich sagen, dass er mega lustig ist. Habe ich den Satz überhaupt gerade zu Ende gebracht, nachdem ich seinen Namen vergessen habe? Auf jeden Fall ist er mega lustig und ich mag seine IRL-Streams voll gerne. Alter! Ja, also wenn du möchtest, können wir auch deine Security sein. So, ein bisschen darauf achten, dass mich keiner so bequatscht. Ja, genau. Weil das macht ihr ja schon. Genau, diese Betrunkenen, die Unangenehmen, die dich immer voll labern, weißt du, ach ich meine. Meine Beteiligung an Karneval. Hallo, ich bin Reporter. Nein! Einfach Ronny. Jetzt habe ich Wasser auf meiner Tastatur, Bro. Wie kann das überhaupt passieren, ey? Jedes zehnte Video ist irgendwie ein Energy Drink. Ja, schnelle Worte. Auch eine wichtige Regel am Setup: immer schön die Flaschen zu machen. Hier steht jetzt. Oh, ich bin da auch ganz schnell. Also, ich habe einmal meinen Shaker. Der ist okay, der ist safe, der ist zu. Dann habe ich hier noch ein offenes Glas Wasser stehen. Dann habe ich noch mein Maskrug hier stehen für den Stream. Da trinke ich immer draus. Und dann habe ich noch von heute früh meine Tasse mit Tee hier stehen. Also. So offene Dose, das ist auch gefährlich. Ich habe getrunken von meinem Shake und dann habe ich ihn abgesetzt, aber ich habe ihn zu schnell abgesetzt. Und dann ist so ein Ricochet-Tropfen genau in mein Auge rein von dem Shake, Alter. Ey, du hast ja Isoklir ins Auge gemacht. Ich weiß nicht, ob das klappt für die Eiweißaufnahme. Martha denkt ja seit morgens Sixpack, weil er sich ganz viel Isoklir in die Augen reibt. Ey, mir ist heute dreimal Red Bull umgekippt auf dem Tisch und dann hatte ich ja gar keinen Red Bull mehr in der Dose. Es war grausam. Ich habe mein ganzes Red Bull übergekippt. Junge, ganze Red Bull. Kill! Ich habe mein ganzes Red Bull übergekippt. Hat sich das an der Stelle an Red Bull? Irgendein gammliger Gamer, der gerade streamt und kacke ist. Welcher Platz bist du?
was. Ich bin 59. Wer hat denn offene Getränke am Arbeitsplatz? Wie oft man sein Glas umkippt. Deswegen passt auf mit den Gläsern, keiner besser. Es ist so offen, das Getränk, ne? Kann man da ein zwischen seine Ellbogen? Genau da? Guckt euch mal diesen Frame an, das ist so, das sehe ich persönlich. Guck mal, wie viel Kaffee da in der Luft ist. Wie hat sie das geschafft? Ich lieb's, wie getriggert Trimix ist. Das der gesamte Inhalt der Tasse über der Tasse schwebt. So ist doch alles okay, so ist noch nichts dreckig. Aber gleich kommt die Erdanziehungskraft und schmiert die ganze Scheiße über den Stuhl, Tisch, Mauspad, Tastatur. Kannst du erstmal anderthalb Stunden sauber machen und du kriegst es nie so sauber, wie es vorher war. Alter, auch in meine Tastatur. Da schimmelt da drin. Die kannst du wegschmeißen. Das ist ein Totalschaden. Oh, wieso stellt Hugo das rein? Da hat doch jeder schlechte Laune. Scheiße, wo wusste er das? Ja, stimmt. Warum fallen denn alle Sachen runter? Ist mir in meiner ganzen Streaming-Karriere eine Sache runtergefallen und zerbrochen? Ich glaube nicht. Warte, einen Tanz kann ich ja. Fuck, Digga. Oh. Warum fallen denn alle Sachen runter? Das verstehe ich nicht. Erklärt mir das mal bitte. Am Anfang machen das alle aus Witz und Ironie. Aber mittlerweile hat Hugo davon 80 Videos. Und dieses Ironische ist es nicht. Die machen das nicht mehr aus Witz. Die haben Spaß am Tanzen und das zu filmen und ins Internet zu stellen. Okay, geil. Are you like famous or something? Yes, very. YouTube, TikTok, Instagram, everything. Wow, how many followers do you have? 1000. Oh. That's a nice start. That's cool. Warte mal, habe ich irgendwo wieder gesagt, dass ich Clips verbiete? Von ihm. Digga, hä? Habe ich irgendwas verpasst? An der Stelle möchte ich kurz sagen, satter Hugo, du darfst beide Clips nicht mehr verwenden. Ich möchte nicht mehr bei irgendwelchen Clip-Compilations zu sehen sein. Ah, 92 Zuschauer. Let's go. Das ist bei allen Streams so. Twitch hat Viewbots verboten, Pepe left. Boah, finally, Bro. Mein Leben war eine Lüge. Aber ich sage ehrlich, wenn die Viewbots weiter so gut bezahlen, wie sie gerade tun, Bro, bin ich good to go. Boah, wir machen auf jeden Fall Big Money. Also wir machen, glaube ich, pro Tag so 5k easy. Fast wie Real Life, Digga. Digga, ein Zuschauer. Schreibe ich es noch ein Zuschauer? Ein Viewer, Bro. Ein Viewer, nicht mal null. Bro, Zabix bekommt so gar nicht mit, dass gerade dieser Bug ist. Wieso landen denn 500 Teams auf unserem Busch? Warum haben wir keinen Taschenbunker? Warum hatte ich heute nicht einmal eine Sniper aus in der ersten Runde? Warum steht's 4-3 für Hannover? Das ist ein Scheißabend. Ich habe auch ein Zuschauer. Da steht for real ein Zuschauer. Alle lachen mich aus. Wir müssen die Ausgaben vom Schied... Habe ich gar nicht mitbekommen, dass Twitch so einen Bug hatte, dass irgendwie alle nur noch so einen Zuschauer wieder hatten. Reingeholt werden, ja, safe. Wir müssen jetzt noch ein paar Tage auf Fusin reacten. Sonst gehe ich hier insolvent. Leute, hat noch wer einen Prime-Sub, bitte. Ich habe mich vorher nicht getraut, dass die ganzen Kevin-Zuschauer noch da waren, nach Prime zu battlen, aber jetzt sind, glaube ich, alle Kevin-Zuschauer schon längst schon gegangen. Seid ihr bereit? Wir gehen rein. Wir spielen Wieland Welt der AP. Okay, warte, wir brauchen Romatra-Bild. Chat, wir haben ihn. Wieland Welt. Sind sie... Ganz kurz, unter uns, hast du irgendwas mit deinen Nebenhöhlen oder sowas? Ja. Das hört sich nicht gesund an, Bro. Ich mach mir jetzt einen Namen in dieser muttergefickten Stadt, hörst du mich? Ja, Bruder Herz, du wirst alles f***en jetzt. Mit mir zusammen natürlich. Ja. Das ist leider falsch. 38? Auch falsch. Jetzt was dazwischen. 30? Auch falsch. Wieso sagst du jedes Mal? Ja. Die da hinten spielen Rocket League, ja. Hast du irgendein Problem irgendwie? Noch ein Bild am Arsch stecken, dass die ganze dieses ja, kommt? Ich bin heiser. Hier hat jemand was für die nächste Runde, was das? Hey, was geht? Das ist schön, wie du uns heute sein Video viel besser werdet im Vorteil. Was hatte Hugo da in seinem Mund, Bro, während er das aufgenommen hat? Chat, das klingt nach einer AI, ne? Ich wollte, das ist aber wohl Ast, ja. Also schon alles zu viel gemacht. Das klingt nach rückwärts. Chef Strobel spricht auch luxemburgerisch. Die sprechen einfach alle wie Chef Strobel. Ja, ist ein guter Call. Ich wäre auch nicht so lange, glaube ich. Bruder, es ist viel wichtiger, hier Radiant zu in Welt. Wer bist du, wenn du die Subs rausöffnen und dann mache ich. Was? Hä? Was zur Hölle? Ich habe kein Wort verstanden. Radiant zu in Velo. Wer bist du, wenn du die 100 Subs rausöffnen und dann mache ich. Werde wieder Digga, ich schwör's dir, es ist auch nicht böse gemeint. Aber wenn ich das Französisch höre, während ich noch am Leben bin, hab ich minus 30% Aim. Deine Nachbarn müssen auch denken. Welche Nachbarn? Alle! Welche Nachbarn? Gibt es nicht! Ist the last one? Info, juhu. Ah, wenn ich das sehe, vermisse ich Velo. Ich muss wieder mehr Velo spielen. Ne? Ich kann Deutsch sprechen, du bist eine Arschloch. Ja, gutes Video.